So, mal gucken, wo der lang geht. Hat ja nicht viele Optionen. Warum mache ich denn da ja keinen Schaden? Kann nicht sein, Alter. Wo ist denn der Bösewicht jetzt hin? Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die F-34er, so wie die Nutten im Eves Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Haben wir noch ein paar Fotos von ihm? Frontbolzen, okay. Wir retten sie wieder. Wir fliegen wir jetzt noch einen Bonus, aber ich glaube, da brauchen wir noch zwei oder drei. Und jetzt haben wir schon wieder alles im Gebiet. 160, wie viel haben wir denn jetzt gekriegt? Wo müssen wir denn lang? Hier lang? Ach, wir müssen hier rein, wa? Stimmt, Werkräume. Ab in die Werkräume. Hier runter müssen wir, aber ich würde viel lieber mal hier gucken. Euch Typen kenn ich! Komm her. Ja, die lädt halt viel zu langsam nach. Wenn die ein bisschen schneller wäre, dann werdet ihr halt kein Problem. Aber so langsam wie die nachlädt, ist nicht cool. Also, hier haben wir noch Ehen. Hoffentlich ist da was Cooles drin. Okay. Ja, Munition können wir eigentlich auch Vitamin-Mittel brauchen. Trinker. Ein Autohacker haben wir da bloß. Ja, die Hügel sind richtig geil. Okay. Achso. Ich kann ihn eigentlich jetzt hier super gebrauchen.
Synthesizer schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, eher geschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduselei leisten. Bloß das nicht. Okay. Geil. Wenn ich einen Autohacker noch. Geht mich ja fast. Was ist das denn? Oh, da hinten ist noch so ein Waffen. Ne? Nimm mal eine Schrotflinte. Machen wir mal nicht mit der Schrotflinte auch mehr Schaden. Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt ja, Forschung effektiver übernehmen sollen, aber hier ist die Riesenbombe. Wow, Alter. Dann eine halbe Dose Ionengel, das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt dabei in die Luft. Naja, wer nicht wagt.
So, ja. Dann kriegen wir jetzt diese Drahtbügel her. Den anderen Scheiß. Dann machen wir das oder nicht? Wie teuer ist der? Kaufen wir uns mal einen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann gucken wir mal weiter. Ja, eigentlich braucht man nur Elektro, Feuer, Hypnose, Telekinese und das war's. Die anderen Sachen sind glaube ich nur so zum Spaß. Aber bringt dir nicht viel. Eigentlich braucht man nur 3 oder 4. Plasmide. Mal schön looten. Passt ja eh nicht rum so. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben.
warten, verdammt! Los, Big Daddy. Was soll das fertig? Da guckst du blöd, wa? Und schnell hoch hier. Soll ich die gleich wieder so anbringen? Ich verstehe nicht, warum ich die nicht einfach mitgenommen habe und unterwegs bauen konnte, wenn ich sie doch mitschleppen kann. Also warum musste ich sie unbedingt da bauen, ist meine Frage. Muss ich hoch? Nee, muss ich runter. Gucken wir einfach mal. Ich bin zwar keine Typen, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fließrichtung des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Durch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Vielleicht solltest du einen Sicherheitsbereich absperren, für alle Fälle. So, wie der jetzt böse nehmen, einfach. Face hat nicht einfach. Oh, komm, Big Daddy. Ich darf nicht den anderen treffen. Geld. Okay, zum Glück gibt es noch Türen. Wir heilen uns erstmal. Da haben wir jetzt ja keine Kohle mehr. Ist ja richtig kacke.
Kreaturen dich umbringen? Das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod bieten, du Parasit. Der dürfte dir lieber sein, als das, was kommt, wenn du mich besiegen solltest. Liefere einen anständigen Kerl in der Staffel. Los, du Arsch! Hätte ich nichts gehört! Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter jetzt. Zum Kern. Gott, war ein harter Kampf. Und diese blöde Rettungskammer weg ist. Noch voll weit weg. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich nicht nochmal anfange. Und gleich erstmal noch. Weil. Ich glaube, wir haben die schon mal benutzt. Und wenn man die nicht deaktiviert, dann kriegt man noch nicht die Trophäe. Da ich das Spiel so oder so noch mal durchspielen will. Und auf extrem schwer spielen werde, werde ich da wahrscheinlich eh so oft speichern, dass er der hat. Von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du findest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Was hat dir Atlas angeboten? Ein Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Ich frage mich, warum. Das ist so leise ist. Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. War schön. Schönen Dank. Was holt hier ab oder was? Holt die mir ja aus, als ob ich zu Atlas. Bleib schon gut machen. Okay, fuck, ich brauche irgendwo so einen Sicherheitsalarm. Okay, die haben wir alle. Alles ist das okay. Wen könnte ich mitnehmen? Ja. Oh, der hasst mich jetzt auch wieder. Ich kann nicht zeigen, Digga. Was soll ich die Scheiße runter? Nicht mehr zum Heilen, nicht, Alter. Das stellen wir eh gleich. Ja, ist eigentlich Blödsinn. Wir hätten einfach nochmal laden müssen. Ja, da hatten wir noch alles. Jetzt müssen wir wirklich erst vollkommen. Alter. Aber wir müssen
müssen irgendwas finden zum Heilen. Ach nee. Gucken wir schnell hier. Man müsste sich selber heilen können irgendwie. Willkommen im Zirkus der Werte. Brandholz noch immer. Wir machen voll hier. Nice. Perfekt. Wie viel Eve haben wir? 170. Vielleicht holen wir uns noch ein bisschen mehr Gesundheit. Aber wir heben uns doch für das nächste Level. Mit der MP-Bombe war auf jeden Fall eine geile Sache. Ich muss sagen, das haben sich echt Mühe. Echt cool, und jetzt hier wieder zurück. Und jetzt kann ich in diesen Hauptraum. Wohin diese ganzen Feinde gelegt hat. Wirst du mich nicht besiegen? Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her, sondern von Intellekt und Willenskraft. Also. Hörst du mich, Atlas? Bei Andrew Ryan ist für dich nichts zu holen, außer Tod und Verderben. Von ihnen hacken. Okay. Den anderen auch. Okay, jetzt könnte nicht mehr an. Kommt mit. Letztendlich ist mir nur eines von Bedeutung. Das bin ich selbst. Und das Einzige, was dir wichtig ist, bist du. Liegt in der Natur der Dinge. So. Und jetzt geht's zu dem Hauptraum. Ja, sieht doch alles aus wie ein bisschen wie ein Raumschiff, natürlich, klar. Aber es hat halt echt einen geilen Style, einen architektischen alten 50er Jahre, so ganz einfach erhalten, schlicht, aber dafür trotzdem elegant. Finde ich super. Wir sind ja schon relativ weit, jetzt sind wir in der Rapture Zentralsteuerung sogar schon angekommen. Meine lieben Leute. Die Typen sind weg, leider. Töte Andrew Ryan. Voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen! Aber du wirst niemals meine Stadt bekommen. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Aufbauen hat seine Zeit. Niederreißen hat seine Zeit. Was ist das jetzt? Was? Ryan,
hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Souchon, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt. Wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Wie wurde hier geboren? Krass, Alter. Der Täter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Kommen, um mich zu töten. Krass. Okay, wir sehen ihn endlich. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farbe? Die Familie, das Flugzeug, der Absturz. Und dann dieser Ort hier. Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Halt, wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich, 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 endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl! Thank you.